In diesem Video geht es um das kürzlich bekannt gewordene Datenleck bei Mars Hydro. Eine ungeschützte Datenbank hat möglicherweise sensible Nutzerdaten preisgegeben, darunter auch WLAN-Passwörter. Ich erklärte, was genau passiert ist, welche Risiken bestehen und welche Schritte ihr jetzt unternehmen solltet, um eure Geräte zu sichern. Der Sicherheitsforscher Jeremiah Fowler aus den USA hat am 12. Februar einen Bericht veröffentlicht, in dem er beschreibt, dass er eine ungesicherte Datenbank entdeckt hat, die offenbar mit Mars Hydro in Verbindung steht. Diese Datenbank enthielt laut seinen Angaben knapp 2,7 Milliarden Einträge mit einer Größe von etwa 1,2 Terabyte. Unter den enthaltenen Daten waren neben IP-Adressen auch WLAN-Namen und Passwörter von Nutzern. Ebenfalls gespeichert waren Informationen über die Betriebssysteme der mit den Geräten verbundenen Smartphones. Fowler stellte zudem eine Verbindung zwischen der Datenbank und einer in Kalifornien ansässigen Firma namens LG LED Solutions her. Diese scheint in Verbindung mit Mars Hydro zu stehen, da erste Google-Ergebnisse direkt zu Mars Hydro führen. Nachdem Fowler Mars Hydro und LG LED Solutions über das Problem informiert hatte, war die Datenbank innerhalb weniger Stunden nicht mehr öffentlich erreichbar. In einer Antwort des Mars Hydro Pro Kundenservice wurde bestätigt, dass die betroffene App, Mars Pro, ein offizielles Produkt von Mars Hydro ist. Unklar bleibt jedoch, wer die Datenbank verwaltet hat, wie lange die Daten öffentlich zugänglich waren und ob Dritte darauf Zugriff hatten. Wer ist betroffen? Wer genau betroffen ist, lässt sich derzeit nicht eindeutig sagen. Jeremiah Fowler bezieht sich in seinem Bericht speziell auf die Mars Pro App. Er betont jedoch, dass es ihm nicht darum geht, den betroffenen Firmen ein Fehlverhalten vorzuwerfen, sondern auf generelle Sicherheitsrisiken bei IoT-Geräten aufmerksam zu machen. Allgemeine Sicherheitsprobleme bei IoT-Geräten. Dieser Vorfall zeigt erneut, dass die Sicherheit von IoT-Geräten ein großes Problem darstellt. Viele Geräte wurden ohne langfristige Sicherheitsupdates oder ausreichenden Datenschutz entwickelt. Eine Studie von Palo Alto Networks zeigt, dass 57% der IoT-Geräte als hochgradig anfällig gelten. Zudem werden 98% der übertragenen Daten unverschlüsselt übertragen. Die zentrale Speicherung von Nutzerdaten in Cloud-Diensten stellt ebenfalls ein Risiko dar. Besonders im Bereich Eigenanbau, der nicht überall legal ist, sollten Unternehmen verstärkt auf den Schutz der Nutzerdaten achten. Im Bericht wurde außerdem Spider-Pharma erwähnt. Ich habe den Kundenservice kontaktiert und erhielt diesmal eine schnelle Antwort. Laut deren Aussage sei Spider-Pharma nicht betroffen und habe keinerlei Verbindung zu LG LED Solutions. In einem der veröffentlichten Screenshots ist jedoch die API von Spider-Pharma zu sehen, was Fragen aufwirft. Kurz bevor ich dieses Skript fertiggestellt hatte, hat Mars Hydro auf Reddit eine Stellungnahme veröffentlicht. Laut dieser gab es einen böswilligen Angriff auf ihren Server, der zu einem Datenverlust führte. Das Problem sei inzwischen behoben und laut ihrer Aussage seien keine vertraulichen Informationen betroffen gewesen. Die veröffentlichten Daten sollen lediglich Aktivitätsprotokolle der App-Nutzer enthalten haben. Die WLAN-Anmeldeinformationen seien an einem anderen nicht betroffenen Ort gespeichert. Falls ihr smarte Geräte von Mars Hydro oder Spider-Pharma nutzt, solltet ihr vorsichtshalber alle betroffenen Passwörter ändern. Das zeigt, wie wichtig es ist, überall unterschiedliche Passwörter zu verwenden. Für Geräte wie diese nutze ich zum Beispiel eine separate E-Mail-Adresse, damit meine Hauptadresse nicht betroffen ist, falls ein Leak passiert. Falls ihr noch weitere Tipps habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die ich selbst verwende, ist eine WLAN-Steckdose als Hauptschalter für alle Geräte der Growbox. So kann ich im Fehlerfall die komplette Stromzufuhr von überall aus abschalten. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich bin gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt. Ich habe die Gelegenheit genutzt, auf Mars Hydros Reddit-Post zu antworten und weitere Fragen zu stellen. Mal sehen, ob es noch neue Erkenntnisse gibt. Falls ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Schreibt auch gerne einen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Bis zum nächsten Mal.